Und ein herzlich willkommen zum Mario Golf Super Rush. Wir schauen uns heute mal die verschiedenen Modis mal an und gucken, was das Spiel eigentlich so kann. So, und dementsprechend würde ich immer empfehlen, gerade jetzt, wenn man neu startet, den Golf-Abenteuer-Modus auf jeden Fall zu spielen, weil dort werden entsprechend die verschiedenen Modis, aber auch abwechslungsreiche andere Geschichten, wo man dann halt nur dieses Abbronze-Abzeichen dementsprechend verdient. Und aktuell bin ich hier Level 41 und wie man sieht, spielt man mit seinem eigenen Charakter, die man auch, keine Ahnung, zum Beispiel bei Mario Kart oder sowas auf dieser Weltkugel hat, kann man natürlich auch alles anders anziehen. Da sammelt man dementsprechend jetzt dementsprechend dann die Münzen und die Münzen kann man dann nutzen halt für neue Schläger, für Klamotten, ne, also das ist so nicht schlecht. Wir gehen mal ganz kurz mal rein, wo ich jetzt in den Stand bin. Wie das ausschaut. Also. Okay. Hier habe ich das verloren gerade, dementsprechend mit dem Stand. Wieder mal. Wir gucken uns dann einmal. Es gibt so eine Watch-Uhr, die man bekommt am Anfang. Da kann man dementsprechend seine Karte aufrufen. Ich bin aktuell in Dünenwell. Und wie man sieht, dementsprechend war ich schon an 1, 2, 3, 4 weiteren Orten gewesen. Und das ist eine kleine Übersicht der Karte. Dann kann man dementsprechend sich dann, man levelt ja, wie man sieht, Level 41, bekommt man seine Skillpunkte. Und man kann die dementsprechend dann investieren in Kraft, Ausdauer, Lauftempo, Kontrolle oder Spin. Hier dementsprechend die Ausrüstung. Wie ich schon erwähnt habe, kann man auch kaufen dementsprechend mit den Münzen, die man bekommt von den Abenteuermodus oder auch die Münzen, die man auf dem Feld, wenn man dementsprechend den Modi für Speedgolf nutzt, dann die Münzen dort einsammelt, die auf dem Weg sind. Nochmal Golfratgeber dabei und ein Abenteuertagebuch. Spezialschläge habe ich das letzte Mal erhalten. Hier Golfkarriere begonnen, Lektion abgeschlossen, Vorrunde, Turniererfolg. Ne, also dementsprechend gibt es hier dann noch das Tagebuch. Also wenn nochmal wieder im Hauptmenü, dann gibt es die Einzelmatches. Da gibt es Standard Golf. Standard Golf kennt ja jeder, dementsprechend ist wie Standard. Macht Sinn, ne? Speedgolf, dort rennt man dementsprechend dem Ball hinterher dann. Also nicht so wie hier, wo es dann dementsprechend automatisch hingeht. Diesen Modus finde ich am besten, besonders dann auch im Multiplayer, wo man dann auch nicht warten muss, bis der Gegner fertig ist. Also ich werde nicht so. Dann gibt es Battlegolf, das habe ich noch gar nicht gespielt. Der Spieler kämpft gleichzeitig um 9 Löcher. Das habe ich so noch gar nicht gespielt. Und dann gibt es den Multiplayer-Modus, Lokal- und Online-Spiel und dementsprechend kann man dann auswählen, genau, man hat die Möglichkeit, entweder per Knopftasten oder Bewegung zu machen, weil das gleichzeitig geht nicht. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel halt noch hier neben mir noch ein zweiter Spieler sein würde, könnte man zu zweit gegen die anderen mit antreten. So, gehen wir mal in die Raumsuche. Und da einmal, also gibt Raum von Freunden, dann gibt es die Filtersuche und die Raum-ID eingeben. Wir gehen mal in die Filtersuche, weil da sieht man dementsprechend, was man so alles einstellen kann, beziehungsweise was es so gibt. Also Standard-Golf, Speed-Golf, Battle-Golf, das habe ich schon erzählt. Beliebige Löcher oder Löcher, beziehungsweise Spezialschläge. Es gibt diese Spezialschläge, kann man entsprechend aufbauen, die Power. Und die Mii-Charaktere gibt es natürlich auch entsprechend. Die eingescannten
wenn man so will, sind eingescannt. Die haben einen kleinen Vorteil tatsächlich. Ich geh mal kurz mal in alle Modes mal. Ich will mal gucken, wie viele Räume es so gibt. Okay, wir spielen nicht viele. Also, je nachdem, wie die Verbindung ist, kann, wenn der Ball fliegt, also besonders im Standardgolf, im Speedgolf nicht, weil man da seinen eigenen Ball ja nur sieht, überwiegend, aber im wobei man, wenn man genau darauf achten würde, wahrscheinlich dann auch bei den anderen, weil man kann ja auch die anderen sehen, dass es da eventuell zu Lecks kommt, je nach Verbindung. Ja, also je nachdem, wie die Verbindung zum Host ist. Das ist ganz, ganz wichtig. So hat aber so auf den Spiel, also auf den Spielfluss, wenn man selbst spielt, keinen großen Einfluss. Gehen wir ganz kurz mal in Speedgolf rein. Also ich kann meinen eigenen auch auswählen. Da gehen wir mal auf Zufall. Und werden uns Wetterweiter war ich noch gar nicht. Wir werden uns einfach mal etwas einfachen. Und werden einfach nur drei Löcher machen. Um das einfach mal nur zu zeigen. Zufall machen. Standard, Wind, normal, Spezialschläger lassen wir ein. Wer soll zuerst schlagen? Hier ist es dementsprechend. Letzter am vorigen noch. Alle gleichzeitig. Also dementsprechend ist es im Multiplayer dann auch gar nicht mal so schlecht. Die Musik kann man im Menü leider nicht ausschalten. Wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt, dass ich die Musik immer noch, dass die Musik läuft. Ich habe es aber dafür auch im Feld ausgeschaltet. So, Windgeschwindigkeit 3 Meter Sekunde, Höhenunterschied bergab 2,0 Meter. Um rechts wird dementsprechend, links wird dementsprechend die Windanzeige alles angezeigt. Mit der X-Taste kann man dann von oben dann nochmal gucken. A-Taste wird bestätigt. So, ich habe einen besseren Dings hier. Also wie man sieht, muss man da hinterherlaufen, den Ball. Und hier geht es übrigens gerade nach Zeit so ein bisschen. Noch mit, gleichzeitig. Hier ist die Zeit dementsprechend. Ne, ich habe es ja so eingestellt. Und jetzt zeige ich euch mal den super, super, super Spezialschlag, den ich habe. Und das ist die Ausdaueranzeige, wie so mit dem Rennen und so. Oh, da jetzt, das ist die Fähigkeit, die jetzt gerade eingesetzt worden ist von Dings. Das heißt dementsprechend, man kann auch den Gegner es nochmal schwieriger machen.
dem Grün. Pack zum Gelben. Oh nein. Also man sieht dementsprechend die Richtungen, ne, wie bergab und bergauf, ne? In diesem Fall geht's bergauf. Also noch ein bisschen mehr Power, eigentlich wahrscheinlich viel zu wenig. Ja, shit. Okay, tappen. Schönes Paar. Und? Schöner Schlag. Autsch. Ja, ich kann halt dementsprechend auch so ein bisschen. Autsch. Geht gut nach oben, ne? Ja, dieses Ausrufezeichen bedeutet, dass das ein bisschen Zufall dann ist, wo er landet, weil halt etwas zu Dings. Also es ist dann so ein bisschen Glück teilweise noch. Auf den Grün. Weil der sich dann so ganz schön. Ja. Verhakt oder sowas, wie man das so nennt. Dahin fliegt, wo er nicht hinfliegen soll. Aber passt schon. Das ist so schnell, oder? Ja. Schönes Birdie. Und da bin ich erst da. Ich vermute mal durch meinen letzten. So, und wir gucken uns dann einmal das Battle Golf an. Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Das kann ich noch nicht mit meinen eigenen spielen. Dafür muss ich das den Abenteuermodus durchhaben. Aber wie man sieht unten, schleudert im Flug Bälle weg, schleudert bei Aufprall Bälle weg, erzeugt bei Aufprall Rauch. Verwandelt Bälle in Sternteile. Das möchte ich sehen. Ich nehme sie mal. Einfaches Terrain für gute Strategie. Also hier gibt es eine neue, besondere Aktionen. Okay. Komplexe Tipp für Spieler mit guter Technik. Also das ist eine besondere Aktion. Okay, wir nehmen da mal Strategie. Ich habe das noch nicht gespielt. Das. Schauen wir mal. Das erste Mal jetzt, dass ich das spiele. Los. Hä? Wo ist denn meiner?
Oh yeah. Nur eine Flagge. Okay. Autsch. Okay, das war wohl eher nichts. Wo ist mein Ball? Ah, okay, verstehe. Man kann die Gegner entsprechend mit Bomben und so. Ice Action. Ja, schade. Okay, man muss da dementsprechend so viel wie möglich, glaube ich, an Flecken reinkassieren. Und die Bomben, die da drum sind und so. Also man kann dann den Gegner etwas... Ja. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Also kommt bestimmt auch im Multiplayer gut an. Das waren soweit die Modus. Standard-Golf brauche ich nicht zu zeigen. Dann gibt es noch Rekordjagd. Man kann dementsprechend Score-Prüfungen und gegen die Uhr entsprechend auch machen. Und hier hat man entsprechend seine Statistiken. So, Einstellungen. Wie schon sagte, man kann die Musik leider nicht leiser stellen. Also dementsprechend habe ich Musik während des Matches auch ausgeschaltet. So, das war so eine kleine Übersicht von Mario Golf. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und gerne Comments, ruhig Fragen reinstellen, wenn da noch was an Fragen offen ist. Für die, die das noch, sich noch entscheiden, vielleicht zu kaufen und sich das noch überlegen. Also lasst dann ruhig mal einen Kommentar da, like gerne, abonniert gerne, wenn euch der Kanal gefällt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.